In die Gärten, fertig, los. Schon zum 23. Mal findet der bundesweite Wettbewerb Gärten im Städtebau statt. Er ist einer der wichtigsten Ideenwettbewerbe zur urbanen Gartenkultur. Das Motto in diesem Jahr lautet: Gemeinsam gärtnern, gemeinsam wachsen. Insgesamt 30 Kleingartenvereine aus ganz Deutschland setzen sich kreativ und tatkräftig für eine Stadt ein. Um herauszufinden, wer die Besten unter den Guten sind, entscheidet eine siebenköpfige Jury unter dem Vorsitz von Jürgen Scheldon. Da reicht es nicht aus, nur den Gartenzweck zu polieren. Die Pflege alleine ist nicht das Entscheidende. Wir suchen nicht den kurzen gepflegten Rasen und die geschnittene Hecke. Wir suchen das Allgemeine, die Ökologie. Auch Brandenburgs Kleingärtner machen sich bereit. Die KGA Novinka in Cottbus konnte mit viel Engagement überzeugen. So wird auch für die Nachwuchsgärtner einiges geboten. An sozialen Projekten ist uns ein Partnerschaftsvertrag im letzten Jahr gelungen, der mit der Klasse Flex A, der 21. Projekt Grundschule, abgeschlossen wurde. Wo dort die Klassenlehrerin Frau Dubrow mit ihrer Klasse bei uns in der Gartenanlage schon fast zu Hause ist. Dort im Garten 71 mit den Gartenfreunden Schwarz, dort das kleingärtnerische Gärtnern oder der Anbau von Obst und Gemüse erklärt wird den Kindern. Weiterhin auch sehr gute Kontakte dort im Bereich mit dem Imker bestehen, der anlässlich zum Schulfest, was die Klasse am 4. Juni hatte, dort entsprechend auch das Bienenvolk vorgestellt hat, wie ein Bienenvolk lebt. Am 22. November werden die Pokale in Gold, Silber und Bronze im festlichen Rahmen in Berlin vergeben. Bis dahin heißt es: säen, gießen, ernten und Daumen drücken.